Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5. Ich wünsche viel Spaß, es geht weiter und zwar heiter. Also gut, weiter fliehen. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Was ist denn das hier für eine komische Blödelmission? Ich fahr gleich wieder hier hoch, das hat ja sonst alles keinen Sinn. Oh Gott. Steh auf! Das gibt's nicht, oder? So, das ist doch ein Bug hier jetzt, oder? Entweder das ist ein Bug oder der hat mich wirklich wieder verfolgt und gesehen, wie ich umgestiegen bin. Wäre natürlich denkbar. So, verstecken wir uns dann eben hier in diesem scheiß Gebüsch. Laufen die mir hinterher, wenn ich jetzt zum Beispiel aussteigen würde und da... Ach, Mann! Warum ist denn das so scheiße kompliziert? Jetzt kommt der da von der Seite schon wieder. Okay. La 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 la. Nein, ich komme da nicht hoch. Komm, gib Gas, Alter. Alter Falter, jetzt sind wir ja noch bei Spin Tires. Ja, okay, wir haben es geschafft. Jetzt frage ich mich, steigen die mit aus oder... Oder sind die schon weg jetzt? Habe ich die jetzt verloren? Ich habe sie verloren. Das war alles umsonst jetzt, ja? Die sind ausgestiegen. Ach, Kacke! Hör ich da einen Hubschrauber? Ja, liebe Leute, das war für'n Arsch. Die ganze Flucht mit den zwei blöden Pennern, wo ich gedacht habe, ich kriege diese Kohle ab, nachdem ihr die da überfallen haben und ich quasi den Fluchtfahrer gemimt habe und nix, gar nix. Oh, guck mal, da ist auch Euro Truck Simulator 2, da kann man die Auflieger abholen. Geile Sache, was? Jetzt brauche ich ein Auto hier, ich habe keine Lust mehr, das nervt mich. Uah. Hier wird nicht gehupt. Jesus Christ! Hey, let me board that rock. Shit! Hat der Kopfsacker gesagt? Nein, ne? Der hat Cocksacker gesagt, nicht Kopfsacker. Okay, also, dann schauen wir jetzt mal auf die Map hier nochmal. Ich könnte natürlich jetzt auch mal wieder wechseln. Das mache ich jetzt auch. Wir gehen zu... Trevor. Trevor ist irgendwie... eine geile Sau. Auch wenn er ein Neger-Arsch ist. Aber er ist lustig, irgendwie. Kann natürlich sein, dass der die gleiche Mission nur hat. Dass gerade keine... You had us up all night! We were trying to smoke crystal in there. Ja. Okay. Das sind ja alles nur diese komischen Randale-Missionen. Das ist auch blöd. Die habe ich alle schon gemacht. Okay, dann wäre die letzte Möglichkeit, aber wahrscheinlich ist auch bei Michael nur diese Story-Mission und dann ist ja wurscht, dann mache ich die mit Michael, aber vielleicht hat Michael ja noch irgendwie eine andere Nebenmission. Mit Michael, ich wollte ja da eigentlich mal Michaels Sohn vom Berg schubsen. Und der Sohn, der kommt ja momentan nicht. Theoretisch kann man das auch mit anderen Leuten machen, habe ich gehört. Ist die Frage? Ich probiere das mal aus. So, komm. Ich kenne mich wieder in der eigenen Bude nicht aus, das ist, wisst ihr ja. Wo ging es jetzt nochmal raus? Zumindest hier zum Garten, das ist schon mal nicht verkehrt. Hey, I'm stuck in traffic again. Nee! Yoga habe ich schon. So, jetzt schauen wir nochmal. Okay, ich kann hier auch nur diese D-Mission machen, das ist Devin. Oder eben, ich fahre irgendwie, ich versuche jetzt mal was auszumachen. Ich weiß nicht, ob das geht. Mit irgendjemandem. Das habe ich noch nie ausprobiert. Kontakte. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Wer ist denn Amanda? Ich weiß das überhaupt gar nicht mehr, wer das alles ist. Mein Psychiater ist da noch. Ich probiere nochmal bei Jimmy. This Big J, AK. Ja, okay, können wir gerade auflegen. Der hat keine Zeit. Mit dem kann ich aber kaum abhängen. Nee, will ich auch nicht. Gibt es noch andere, mit denen ich abhängen kann? Ähm.
Wenn ich schon mal jemanden anrufen will, ne? Dann geht ja gar nichts hier. Mit der kann ich auch nicht abhängen. Habe ich gleich keine Lust mehr. Leck mich am Arsch. So. Wenn keiner mit mir was zu tun haben will, dann fahre ich jetzt zu Devin. Das ist wieder so eine Kombi-Mission, das sehe ich jetzt schon. Wo ist denn das Auto eigentlich? Machen wir mal ein bisschen Parkour hier. Das Auto war irgendwo da hinten in der Garage, ne? Da habe ich mir sogar ein gutes gespeichert, glaube ich. Meinen alten Scheiß habe ich. Verdammt. Gar nichts habe ich. Ich habe nicht mal hier eins im Hof oder was. Was für eine Scheiße. Jetzt muss ich auch noch ein Auto klauen. Voll der reiche Schnösel und hat kein Auto. Aber naja, ich bin ja im reichen Viertel, deswegen sollte das kein größeres Problem sein. Da kommt ja schon eins. Christ alive! Come on, bro! Time to move! So, auf geht's! Zur nächsten Story-Mission. Derselbe in Weiß. Na, das lohnt sich jetzt nicht umzusteigen. Obwohl er mir in Weiß besser gefällt, hat diesen komischen Kack-Grau da. Ja, da kann man halt driften hier bei GTA 5. Und man kann sich auch vor allen Dingen verfahren mal wieder, Herr Frenkel. Zum Glück ist das Navigationssystem intelligenter als ich, deswegen... Hippipura! Wieder auf dem richtigen Weg. Schnell ist er wie der Wind. Das geht irgendwann nicht mehr gut, Herr Frenkel. Das wissen Sie, ne? Irgendwann geht das schief hier. Das kann ich auch noch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Dann denkt ihr, ich bin der Gottfahrer. Halt! Der Gottfahrer hat gerade mal wieder verfahren. Moment, wo? Okay, eher da auf der linken Spur, alles klar. Ja, aber das war nicht schlecht. So. Flugzeug geklaut habe ich ja immer noch nicht. Bin ich zu doof für. Ich glaube, wenn ich das dritte Mal probiere, dann geht es auch beim dritten Mal nicht. So, lass mich mal da durch, bitte. Ich habe es ein bisschen eilig. Es läuft. So. Hoppla. Jetzt wird es ein bisschen dichter hier. Aber ich bin heute gut drauf, so fahrerisch, muss ich mal sagen, hier an der Stelle. Für meine Verhältnisse ist das ja fast schon brillant. Und dann habe ich sogar die Ausfahrt erwischt. Ich fasse es nicht, ey. Was ist los, Frenkel? Irgendwelche Drogen genommen? Doping? Alles klar, hier sind wir wieder. Ah, leck mich doch am Arsch. Das Spiel verarscht mich. Ach, Menno. Es disst mich, verflucht. Jetzt muss ich doch wieder wechseln. Komm raus. Ich muss nach unten hier, so. Ja, ist grün. Ja, hätte ich auch vorher wissen können, ne? Ach, scheiße. Da stehen ja auch die Ziffern drauf auf den Charakteren. Aber der Frenkel hat's mal wieder nicht überrissen. Naja. Ist doch schön. Kann man ein bisschen sinnlos rumfahren beim Let's Play. So. Okay. Schauen wir mal. Ein gutes Auto gibt's hier nicht. Dann nehmen wir einfach das große da. Zap, muss ich halt jetzt nochmal dahin fahren. Tolle Wurst. So, auf geht's. Das langsamste Auto der Welt hat er gefunden, der Herr Frenkel. Naja. Gar nicht so viel Unfall passieren. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwo Fallschirme. Ich weiß bloß nicht. Oh, gibt es die auch bei...
Im Waffenladen? Keine Ahnung. Der hat ja nicht mal eine gescheite Handbremse. Komm, das ist mir zu doof mit dem. Ja, alles Kackautos. Truck kann ich mir auch nicht. Ich glaube, da drüben steht was Ordentliches. Hey, that shit was fucked up last night, right? Au! Du Pissnelke! Geht's noch? Arschloch! Oh, ich schleiche. Das ist jetzt nicht nötig. Ich wollte jetzt eigentlich dazu den Autos. Das sind ja auch Kackautos. Naja. Besser als das gerade vorher. Fährt mich der da voll da an hier da? Voll ans Schienbein, ey. Das tut weh. So, okay, also jetzt aber. Vielleicht sollte ich mal auf meiner Seite fahren, dann. Alles im Griff, merkt ihr? Merkt ihr? Sowas von im Griff hier. Okidoki! Ja. Komm weg. Hoppla. Verzeihung. Aber der ist ja bestimmt gut versichert. In den USA sind ja alle sehr gut krankenversichert. Uiuiui. You're an asshole driver. Aber sowas von. Er hat gerade gesagt, er ist ein asshole driver. Oh, da ist ja eine U-Bahn-Station wieder, ne? Könnten wir mal wieder Blödsinn machen. Warte mal, wo ist denn die? Kommt die gerade? Naja, sieht man nicht. Ist jetzt unter der Erde. Jetzt hätte ich mal mein Auto geparkt dort. Meine Güte, ey. Immer still hier im Weg rum. So. Darüber? Ah ja, Rennen gibt es ja auch noch etliche, ne? Da brauche ich aber ein gescheites Auto, sonst brauche ich da gar nicht antreten. Ich glaube, es ist nicht mehr so weit. So, jetzt aber. Michael habe ich ja schon abgeliefert hier. Ja, super! Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA state license. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Hey, let's see if we can scan my buddy. Okay. Mal gucken, wie das hinhaut. Das ist jetzt wieder ein bisschen wie bei Watch Dogs jetzt. Polizeiüberprüfung. Alles klar. Fliegen wir dahin. You arrested my African American friend for a minor infraction? The LSPD disgusts me. Wir sind am Ende dieser Episode. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir bitte ein Like da und kommt das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play GTA 5.